auch heute einmal kein anatomisches oder physiologisches Thema, sondern ich würde eher sagen, ein Wort in diese Zeit hinein. Und ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, wir leben in einer bewegten, ja sogar in einer stürmischen Zeit. Das Thema Corona hat uns umhergetrieben, es hat uns herausgefordert, es hat uns hinterfragt, aufgerüttelt, es gab Kollateralschäden, hitzige Diskussionen darüber, hochemotional besetzt. Ja, man konnte sich dem einfach gar nicht entziehen. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Weil all diese Fragen, die zur Sprache gekommen sind, letztlich mit Wahrheit und mit Gerechtigkeit zu tun haben. Und jeder von uns trägt dieses natürliche Empfinden für Recht und Unrecht in sich. Und es ist völlig egal, ob du Christ oder Buddhist oder Moslem oder vielleicht Agnostiker bist. Wenn wir von Verbrechen hören, nehmen wir zum Beispiel Kindesmissbrauch, dann haben wir den Wunsch in uns, jemand, der so etwas tut, muss bestraft werden. Und ja, wir leben in einer Welt voller Unrecht, Lüge und Manipulation haben in einem schwer erträglichen Maß zugenommen. In London gibt es einen ehemaligen Anwalt und jetzt anglikanischen Pfarrer. Er heißt Nicky Gamble und er macht mit seinen Zuhörern ein Experiment. Er sagt, stellt euch vor, wir errichten eine Messlatte an Gerechtigkeit. Sie geht vom Fußboden bis zur Decke. Und dann nennt er seinen Zuhörern verschiedene Namen, zum Beispiel Mutter Teresa, zum Beispiel Adolf Hitler, Martin Luther King, Mahatma Gandhi. Wir würden heute vielleicht noch andere Namen dazu nehmen. Und dann sagt er, die ordnet ihr jetzt auf dieser Gerechtigkeitsskala ein, aber dann nehmt ihr euren eigenen Namen und ordnet euch selber auch ein. Das Interessante, dieses Experiment zeigt fast immer ein ähnliches oder ein fast gleiches Ergebnis. Hitler ganz unten, Mutter Teresa ganz oben. Ja, die Einschätzung ist ähnlich bei den meisten. Und sich selbst ordnet man moderat irgendwo in der Mitte ein. Aber dann nimmt Nicky Gamble dieses Buch zur Hand. Ja, das ist die Bibel. Und er liest vor aus Psalm 71, den Vers 19, den ersten Teil. Und da heißt es, Gott, deine Gerechtigkeit reicht bis zum Himmel. Das heißt, diese erdachte Messlatte, sie hört eben nicht in der Zimmerdecke auf, sondern sie geht bis in den Himmel hinauf. Will heißen, selbst der gerechteste, sittlich und moralisch hochstehendste Mensch kann diesen Gerechtigkeitsmaßstab Gottes nicht erfüllen. In diesem Buch gibt es noch einen alttestamentlichen Propheten, er heißt Jesaja und in Kapitel 64, Vers 5 schreibt er, all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Der Apostel Paulus im Neuen Testament drückt es noch viel schärfer aus, das erspare ich uns jetzt mal. Aber ich denke, wenn wir diese Aussagen hören, dann hinterlassen sie einen faden, wenig erbaulichen Eindruck. Und verständlicherweise möchten wir uns am liebsten darunter hinweg ducken. Und wir finden zahlreiche Begründungen, den Gott der Bibel und das, was er sagt, zu ignorieren. Ich möchte mal einige nennen. Wenn du in der Schule Religionsunterricht hattest, wenn du auf dem Gymnasium warst, dann kennst du die berühmte Theodizee-Frage. Ich fasse mal den Inhalt so zusammen. Mit der Gnade und mit der Gerechtigkeit und mit der Liebe Gottes kann es nicht weit her sein, wenn er dieses ganze Leid zulässt. Ich habe es gerade wieder original aus einem Mund gehört. Zweiter Punkt, die mangelnde Glaubwürdigkeit seines Bodenpersonals. Kirchen haben in der Geschichte allgemein, da denke ich an die Religionskriege, an die Kreuzzüge und in der Corona-Krise speziell, eine fragwürdige Rolle gespielt. Und das hält Menschen davon ab, diesem Gott Vertrauen zu schenken. Und das dritte Argument, wir sind schließlich aufgeklärte Leute. Was sollte dieses alte Buch, auch wenn das hier gerade eine moderne Ausführung ist, was sollte dieses alte Buch uns heute an Relevanz bieten? Da halten wir es doch lieber mit dem Autor Claudius Farbig und er zitiert aus seinem Buch Botschaft für Deutsche, Gott ist das, was wir in ihm sehen. Gott ist in unser aller Handeln, Tun und Lassen. Und das klingt natürlich wesentlich sympathischer. Aber als ich das gehört habe, dachte ich an einen sehr fähigen Tischlermeister in meiner Heimatstadt. Wenn du in die Werkstatt reinkommst oder besser gesagt in den Eingangsbereich, dann steht dort ein wunderbarer Tisch und das ist eigentlich nicht nur ein Tisch, es ist ein Kunstwerk. Ich habe mich sofort in diesen Tisch verliebt
Und natürlich verkörpert dieser Tisch die Idee und die Planung des Tischlers, die Funktionalität und all die Schönheit, die der Tischler zuvor erdacht hat, als er dann auch noch in geeignetem Holz diesen Tisch gebaut hat. Ohne Frage, dieser Tisch ist sehr wertvoll, aber trotzdem denke ich, würde keiner von uns auf die Idee kommen, Tischler und Tisch auf eine Stufe zu stellen. Aber genau das tun wir mit dem Gott der Bibel. Wir sprechen ihm die Rolle des Schöpfers ab, wir verweisen ihn vom Thron, wir kratzen die Spuren unserer Göttlichkeit, die in jedem von uns durchschimmern, zusammen und wir meinen, seinen Platz einnehmen zu können. Wir verwerfen seine Ordnungen, seine Werte. Wir interpretieren den Begriff Gerechtigkeit nach unserem Gutdünken um, will heißen, wir nennen Böses gut und Gutes böse. Und das alles mit all den fatalen Folgen, die wir aktuell weltweit zu spüren bekommen. Meine persönliche Meinung, ich sehe Deutschland in einer Phase der Demütigung. Ich war sehr ernüchtert, als ich gelesen habe, was der französische Philosoph Joseph-Marie Comte de Maistre gesagt hat. Er sagt, jedes Volk hat die Regierung, die es verdient. Ich möchte es nicht interpretieren, aber es ist ein Satz, über den es lohnt, nachzudenken. In Psalm 94, da finden wir einen Seelenverwandten. Der Psalmist beschwert sich bei Gott über die Mächtigen im Lande. Ich sage es mal mit meinen eigenen Worten, du kannst es gerne nachlesen. Gott, siehst du nicht das ganze Unrecht, das hier abgeht? Und du schweigst die ganze Zeit dazu? Aber dann revidiert er sich ein bisschen. In Vers 4 fügt er hinzu, Gott, der den Menschen Ohren gegeben hat, sollte er selbst nicht hören. Er gab ihnen Augen, sollte er selbst nicht sehen. Es greift zu kurz, die Schuld nur bei den Regierenden zu suchen. Dennoch werden sie sich, wie auch wir, für jedes Fehlverhalten, für jede Fehlentscheidung verantworten müssen, auch für die Folgen daraus, vor Gott und den Menschen. Das steht für mich außer Frage, denn der Gott der Bibel ist gerecht. In Sprüche 14, Vers 34 heißt es, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Also das finde ich eine sehr interessante Korrelation. Sünde ist nichts anderes als genau diese Selbstüberhebung über Gott. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch die Menschheitsgeschichte bis in unsere Zeit hinein. Und zwar durch alle Schichten der Bevölkerung. Die Frage, gibt es eine Lösung für dieses Dilemma? Und ich glaube, an dieser Frage hat sich Martin Luther abgearbeitet. Er hat versucht, strikt die Gebote einzuhalten. Er hat sich von Sünde distanziert. Ich habe gelesen, dass er also ganz oft zur Beichte gegangen ist, um sich wieder reinzuwaschen. Also um mit dem Bild von Nikki Gamble zu sprechen. Er hat versucht, aus eigener Kraft an dieser Gerechtigkeitsleiter sich emporzuziehen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er erkannte, dass dieser Ansatz zum Scheitern verurteilt ist. Aber dann hatte er dieses entscheidende Aha-Erlebnis, das alles geändert hat. Ja, ich würde sagen, er hat den Kern des Christentums entdeckt. Dieser besteht in einer guten und in einer schlechten Nachricht. Die schlechte: Wir werden aus eigener Kraft niemals den Standard Gottes an Gerechtigkeit erfüllen können. Die gute: Die zu gut, um wahr zu sein, Botschaft ist, Gott selbst hat in Jesus Christus unsere Gerechtigkeit wiederhergestellt. Nicht mit einem Augenzwinkern, nicht mit einem Schwamm drüber, sondern Jesus hat unser beflecktes Kleid angezogen und den Preis der Befleckung, der Zielverfehlung, der Gottlosigkeit am Kreuz von Golgatha bezahlt, damit du und ich bekleidet werden können mit seiner Gerechtigkeit. Du brauchst keine Angst haben, dass ich dir hier irgendetwas verkaufen will, denn das funktioniert gar nicht. Diese Gerechtigkeit, sie ist nicht käuflich. Sie kann nicht erarbeitet werden. Sie kann nur als Geschenk entgegengenommen werden. Und das ist für mich die wahre Revolution, die uns persönlich, unsere Familien, unsere Städte und letztlich unser Land heilen kann. Diese Erkenntnis, sie eröffnet völlig neue, inspirierende Perspektiven für die Jetztzeit, aber auch über den Tod hinaus. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du das mit den Augen deines Herzens, mit den Ohren deines Herzens sehen und hören kannst und verstehen kannst und für dich selbst in Empfang nehmen kannst.